Was ist das denn für ein Heißluftballon? Was hat man mit dir angestellt? Sehe ich etwa so aus, als könnte man mich nicht ernst nehmen? Hallöchen und herzlich willkommen zu einem richtig dämlichen Minecraft-Abenteuer zu einer neuen Mod mit mir, der gelben Knete, dem Kopper. Genau, wir schauen uns heute eine Mod an, bei der alles rund ist. Alles. Das ist kein Scherz. Alles besteht aus Kugeln, Wolle, Öfen, Kisten, TNT, alles. Wie die Tiere aussehen. Das Huhn, was ist falsch mit dem? Creeper, Enderman. Der Schleim sieht aus wie ein Flummi. Der Wolf sieht aus wie ein Luftballon. Was ist mit dem Gas passiert? Den Enderdrachen kann man gar nicht mehr ernst nehmen. Selbst wir sind rund. Wie ist das möglich? Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Ich komme nicht drauf klar. Wir sind eine gelbe Murmel. Ich kugel mich vor Lachen. Haha. Was sind das für Stelzen? Kann man das noch Beine nennen? Wir sehen aus wie Mr. Krabs. Hey SpongeBob. Heilige Walfischmutter. Als erstes schauen wir uns die Blöcke an. Danach alle Wesen, Tiere, Bosse, Nether und Fische. Wir haben einige Stationen. Und am Ende haben wir einen verrückten Dorfbewohner. Der hat einen Block, der nicht rund ist. Das geht gar nicht. Wenn wir den finden, dann müssen wir den Dorfbewohner verhaften. Natürlich ist das mein Ernst. Sehe ich etwa so aus, als könnte man mich nicht ernst nehmen? Rund ist gesund, eckig ist dreckig, glaube ich. Erstmal ein paar Blöcke. Das hier sind auf jeden Fall Bäume. Die Blätter sehen aus wie Luftballons. Ich mag Luftballons. Yay, Luftballons. Luftballon? Oh, ich wollte den Luftballon. Ein runder Apfel in Minecraft. Das habe ich ja noch nie gesehen. Meine Hand sieht aus wie ein Essstäbchen. Werkbank, Ofen und Kiste. Alles voll funktionsfähig. Alleine die Truhe. Das ist so gut gemacht, wie die zugeht. Diese Animation. Was passiert, wenn wir zwei runde Truhen nebeneinander bauen? Was ist das? Alter, was ist das? Warum? Das sieht ja voll bescheuert aus. Das ist keine Truhe. Das ist ein UFO. Nee, ohne mich. Oh, ohne mich. Nee, mal schauen, ob wir normal farmen können. Okay. Das ist gar nicht mal so schlecht. Die Kugeln sind leicht abgeschnitten. Es kann ganz normal wachsen. Ich sehe aus wie eine Vogelscheuche. Was soll das denn? Wollen wir Freunde sein? Das Wasser sieht nicht so gut aus. Aber ganz ehrlich, bei der Mod ist eh schon alles versunken. Als nächstes, Wollblöcke und Teppiche. Sehen nicht so schlecht aus, aber ich habe Angst, wie die Schafe aussehen. Bei den Kugeln kann man in jedes Haus schauen. Das ist doch geisteskrank. Das ist so dämlich. Schaut euch den Pisten an. Wie cool ist das denn? Moment. Hä? Das sieht aus wie ein Roboter. Das ist mein Roboter. Yay, mein neuer Freund. Ich habe ihn kaputt gemacht. Das war mein Roboter. Das einzigst Verschobene hier ist der Modder. Ganz ehrlich, wer jetzt denkt, die Schienen sind normal? Tja, mein Freund, der hat noch nicht die Lore gesehen. Hier, einfach nein. Sind das Airbags? Aber es sieht ziemlich gemütlich aus. Ganz ehrlich, wenn das Boot genauso ist, dann werde ich das Video beenden. Was ist das? Möchtest du mit mir Boot fahren? Oh. Als ob das Boot schwimmen kann. Das geht unter wie eine Bleiente. Mit der Mod kann man doch keinen mehr ernst nehmen. Schauen wir uns nun die Tiere an. Was? Was? Das ist kein Pferd. Was ist das? Was ist mit der Nase passiert? Als ob. Was hat man mit dir angestellt? Das erinnert mich an das Rentier Rudolf. Ich will das Ding nicht reiten. Ich glaube, wir sollten es in Lasagne verarbeiten. Damit würden wir ihm einen Gefallen tun. Schaut euch den Dorfbewohner an. Allein die Nase. Nein, 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 nein. Hey, Dorfbewohner. Du siehst aus wie ein Tennisball. Tennisball? Moment. Schlechtes Beispiel. Ganz schlechtes Beispiel. Oha. Wisst ihr, an was mich das erinnert? Kennt ihr diese Hundeluftballons? Der sieht genauso aus. Vielleicht ist das einer. Ich will den noch mehr aufpusten. Moment. Oh, Wolf, er ist weg. Das Häschen sieht ja süß aus. Das will ich haben. Ich will es streicheln. Streicheln. Och Mann, wieso mag es mich nicht? Ist das wirklich eine Kuh? Der Kopf sieht aus wie ein Medizinball. Ich glaube, die gibt nur saure Milch. Die sollte man nicht trinken. Ah, Hilfe. Das ist ein Ei mit einem Kopf, als wäre es nicht geschlüpft. Oh mein Gott, sieht aus wie ein kleines Knetmännchen. Das ist so bescheuert. Ist das ein Schaf? Das Schaf sieht aus wie ein Kastanienmännchen. Vor allem, es droppt runde Wolle. Runde Wolle. Nein, renn doch nicht weg. Der Fuchs ist so knuffig. Papagei. Als ob so ein fetter Papagei fliegen kann. Der Papagei sieht aus wie eine fette Taube. Ein Panda. Wie süß ist das denn? Hey Panda, wollen wir Freunde sein? Ah, es hat mich gebissen. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Sieht aus wie eine fette Hummel. Was? Was ist das denn? Das Lama hat gar keine Augen. Was ist denn da los? Sieht gar nicht gut aus. Aber wir wollen doch bestimmt Freunde sein. Ah, mit dem Pilz auf dem Kopf sieht es noch dümmer aus. Ist das ein Eisbär oder ein Wurm? Willst du mit dem Ball spielen? Nein, schade. Wir können einen richtigen Schneemann bauen. Aus Kugeln. Das ist richtig gut. Das ist bisher das beste Wesen. Der verteilt sogar Schnee. Wie der Schnee auf dem Boden liegt. Wow. Können wir den auch mit einer Schere bearbeiten?
Ja, das ist perfekt. So sieht's aus. Bester Schneemann in Minecraft. Was ist eigentlich mit dem Eisengolem? Wir brauchen einen mutigen Begleiter, vor dem jeder Angst hat. Nein. Was ist das? Ich mag dich nicht. Dich kann ich nicht ernst nehmen. Als nächstes schauen wir uns die Monster an. Hier haben wir eine kleine Höhle. Hier sehen wir auch die Fackeln und einige Erze. Echt gut gemacht. Ich komme noch immer nicht drauf klar. Spinne. Die sieht furchtbar aus. Kann man die überhaupt noch ernst nehmen? Allein der Körper. Ich glaube, die kriege ich nicht den Staubsauger runter. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Wie genial ist das denn? Der sieht aus wie ein Kastanienmännchen. Schlaf ein bisschen. Oh, wow. Wow. Echt jetzt? Dein Ernst? Wenn ich so aussehen würde, dann würde ich vor Wut auch explodieren. Jetzt sieht es wirklich aus wie eine Knallerbse. Nein. Bitte nicht. Was hat man mit dir angestellt? Bekloppt, da geht es nicht. Geh einfach. Geh einfach weg. Lauf. Du bist frei. Was? Was? Moment, was ist das denn? Ist das eine Fledermaus? Die Fledermaus sieht so aus, als wurde sie überfahren. Die besteht aus mehreren Stücken. Ich feiere diesen Dorfbewohner. Das sieht so aus, als hätte man Kaugummi auf den Boden gespuckt. Ah, ekelhaft. Widerlich. Kann ich das essen? Der Schalker ist ja cool. Mega abgefahren. Wie eine kleine Perle. Ich mag das Ding. Ah, ich hasse es. Was ist mit deinem Hut passiert? Der Schleim ist am besten. Das ist das Genialste, was ich je gesehen habe. Schaut es euch an. Wie ein Gummiball. Wie der hier durch die Gegend hüpft. Alleine der Blick. Grüne Flummis. Die sind gemeingefährlich. So einen will ich im echten Leben haben. Los, Pikachu. Du bist dran. Donnerschock. Ich glaube, das war nicht meine beste Idee. Alter, wie die hier abgehen. Was ist denn falsch mit euch? Ich hab doch nichts gemacht, du blöde Knete. Ja. Nein. Da kommen wir nun zu den Bossen. Als erstes der Wither. Okay. Er plustet sich auf. Wie kann man den noch ernst nehmen? Der kann bestimmt gar nichts. Okay. Oh. Ja. 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 Das war nur ein Scherz. Der ist immer noch genauso stark. Als nächstes der Drache. Krass. Er macht zwar alles kaputt, sieht halt aus wie ein Luftballon. Hat jemand zufällig eine spitze Nadel? Wäre lustig, wenn man den zum Platzen bringen könnte. Wenn er da wegfliegt, so. Als nächstes haben wir Wesen aus dem Nether. Ja, das wird lustig. Oh, guck mal, ein Magma-Würfel, wie der aussieht. Na, mein Kleiner, möchtest du spielen? Ja! Schaut euch diese fetten Arme an. Das sieht gar nicht gesund aus. Rund, aber nicht gesund. Ja, ich weiß, ich habe auch solche Arme. Faust gegen Kopf. Natürlich darf der Blaze nicht fehlen. Jetzt ist er wirklich eine Feuerkugel. Haha. Was? Was? Bitte was? Was zur Hölle? Was ist mit dem Gas passiert? Nein! Nicht euer Ernst. Wie geil ist das denn? Was ist das denn für ein Heißluftballon? Da springe ich freiwillig aus der Welt. Das Ding ist ja geisteskrank. Kommen wir nun zu den Wassertieren. Wir haben viel gelacht, aber jetzt ist Schluss mit lustig. Ich bin ein gelbes Quietscherentchen. Was ist das? Was zur Hölle? Ist das überhaupt ein Fisch? Ist das ein überfahrenes Seepferdchen? Das Ding will ich nicht mal angeln. Ah, ein riesiger Wächter. Nein. Was willst du von mir? Lass mich in Ruhe. Geh doch einfach woanders hin. Was? Dein Ernst? Wie blöd kann man sein? Selten sowas Dummes ge... Den Fisch würde ich nicht mal essen. Nein. Nein, der Kugelfisch. Ich will es anfassen. Der Delfin ist schön. Die sehen alle so aus, als seien die aufgepustet worden. Kann ich den streicheln? Lol. Was? Der Delfin ist abgehauen. Nein, komm zurück. Ist das nicht ungesund? Geh zurück ins Wasser. Nicht, dass du stirbst. Ich habe mich jetzt umgezogen. Wir sind von der Kopizei. Denn hier wohnt ein Dorfbewohner, der einen viereckigen Block hat. Das ist verboten. Den müssen wir finden. Und den Dorfbewohner liebevoll verprügeln. Rund ist gesund. Und eckig ist dreckig. Ist das überhaupt noch ein Haus? Kann man das überhaupt noch als Haus bezeichnen? Allein die Tür. Hallöchen, hier ist die Kopizei. Besitzen Sie etwas Viereckiges? Das ist verboten. Schaut euch den Deo-Roller an. Der hat eine Klatze. Moment mal. Kann man auf so einem Bett schlafen? Da hängt doch der Hintern am Boden. Geil. Das will ich auch haben. Lol, schaut euch die Rüstung an. Die Rüstung ist ja mega abgefahren. Ein runder Helm. Okay, das ist echt witzig. Es passt. Aber irgendwo muss doch was Viereckiges sein. Glas ist rund, ist okay. Redstone liegt perfekt auf den Kugeln. Das ist richtig gut. Auch hier alles in Ordnung. Sind das Stufen? Das ist so blöde. Was? 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 Was ist das denn hier? Sehe ich einen viereckigen Kuchen? Obwohl alles rund sein muss? Das geht gar nicht. Jetzt reicht's. So, mein Freund.
Du hast eckigen Kuchen gebacken? Du machst das Prinzip kaputt? Jetzt machen wir dich kaputt. Haha, na warte. Wie, man kann mich nicht ernst nehmen? Dafür werden wir dein Haus in tausende Kugeln verwandeln. Wir haben richtig viel TNT dabei. Jetzt geht's los, mein Freund. Eckiger Kuchen. An unserem TNT wirst du die Zähne ausbeißen, mein Freund. Haha, so. Kann ja wohl nicht angehen. Du wirst dich nicht nur am Kuchen verschlucken. Ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Ich komme nicht mehr weg. Aber wir haben schon mal ein verfluchtes Minecraft angeschaut. Mit riesigen Diamanten, die am Himmel geflogen sind. Fackelregen und vieles mehr. Dazu einfach auf den Bildschirm klicken. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich freue mich auf weitere Mods und mehr. Das war der Kopper. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.